Hallo YouTube. So. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Elder Scrolls Online. So, wir sprechen mal mit Neramo. Ein Wunder. Kaum zu glauben, dass die Dwemer des alten Wohlenfell bis nach Stross Mekai gekommen sind. Mein Bruder und ich durchkämmen den Außenbereich der Ruine jetzt schon seit geraumer Zeit. Aber wir konnten nie bis ins Innere vorstoßen. Warum wollt ihr überhaupt da hinein? Aus verschiedenen Gründen. Einer ist, dass Oberhaupt Bosek mich beauftragt hat, die Ruinen zu erkunden. Ein faszinierender Aspekt der Dwemer-Ruinen sind die uralten Mechanismen, die man darin findet. Bosek denkt, man könnte sie in Hundings Hafen einsetzen. Ich muss hineingelangen, um das zu untersuchen. Ja, vielleicht kann ich ja helfen. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Ich glaube, dass dieser Automat die Tür öffnen könnte, wenn man ihn nur steuern könnte. Ich habe zwar seinen Steuerstab, aber mir scheinen zwei Fokuskristalle zu fehlen. Sie sind in der Nähe, doch einige der örtlichen Kreaturen halten mich davon ab, sie an mich zu nehmen. Okay, ich werde versuchen, sie zu finden. Mit den Fokuskristallen kann ich diesen Steuerstab fertigstellen und den Automaten gefahrlos reaktivieren. Während ihr die Kristalle beschafft, nehme ich die entsprechenden Anpassungen am Konstrukt vor. Okay, was könnt ihr mir über die Dwemer erzählen? Einige nennen sie auch Zwerge. Ein Volk von brillanten Schmieden und anderen Handwerkern, das einen unglaublichen Einfallsreichtum besaß. Sie haben gewaltige unterirdische Städte gebaut, die voller bemerkenswerter Erfindungen waren. Jetzt sind diese Werke alles, was von den Dwemer geblieben ist. Ja, was ist mit ihnen geschehen? Niemand kann das mit Gewissheit sagen. Einige glauben, sie seien zu Göttern geworden. Andere behaupten, sie wären von einer ihrer eigenen Torheiten verschlungen worden. Vielleicht ist beides wahr. Jedoch sind sie vor langer Zeit verschwunden. Das ganze Volk. Und sie ließen kaum etwas zurück. Bis auf ihre wunderbaren Schätze. Schätze? Dämpft das gierige Funkeln in euren Augen. Bei dem Schatz, den ich suche, handelt es sich um Wissen, das nur für Gelehrte von Wert ist. Jene, die mir dabei helfen, es zu erringen, können aber davon ausgehen, dass sie gut belohnt werden. Okay, ja. Ich hab da was funkeln sehen. Boseks Strafen. Bosek bestehlen, Enthauptung. Boseks Mädchen anfassen, Kastration. Bosek beleidigen, 20 Peitschenhebe. Steuerhinterziehung im Käfig zu Wasser lassen. Töten einer Faust das Grab. Eine Faust bestehen, Abhacken der Hände. Verrat an die Marine, Herausschneiden der Zunge. Verrat an Helane, Kilo. Okay. Da ist auch noch ein Buch. Gulaines Architektur der Dwemer. Okay, Hinweise des Aha. Wie gesagt, macht Pause. Ich mag nicht lesen. So. Okay. Das Viech ist ja schon wieder. Ja, die spawnen ganz schön schnell. Sind viele Wölfe. Guck mich erstmal ein bisschen um. Leder. Okay. Verdorbenes Fell. Oh, schreck mich doch nicht mit euren Viechern. Ein Runenstein. Mako Uta. Ja.
sind ja schon wieder da. Froschli? Froschi. Meint er die Dinger? Sollen hier noch nicht rein, ne? Ich glaube nicht. Wir sollen erst die Dinger finden. Was ist das hier? Zinnflöß, okay. Ocker und Zinnstaub. Ah, noch mal Eisenerz. Schon wieder Wölfe. Das ist eine Wunde. Und da muss ich hin. Ach Gott. Ich habe einen Skorpion getötet. Mann, stirb doch. Stufe 4. So, ich muss mir was aussuchen. Jutebeinkleider, Rohlederschoner oder Eisenbein? Oh, trifft eine Wahl. Ja, leichte Rüstung, ne? Weiter. Wir gehen mal da auf Magika. Machtverbesserung. Das kann ich noch nicht. Alchemie ist mir auch noch ein bisschen egal. Kann ich etwas bei den Tieren noch? Ich konnte hier was machen. Elementar. Ja. Auf LB, okay. Gut. Können wir ja mal ausprobieren jetzt. Wir haben einen Wolf. Wolf sein. Die Triche. Mehr Fokuskristall. Die habe ich genommen. Jetzt aber habe ich nicht irgendwo rum gesehen. Ja. Eigentlich wollte ich ganz woanders hin. Was ganz anders machen. Ah, da hinten war ein Rum. Fisch.
das für die Herstellung von Einrichtungsgegenständen aus Stein verwendet wird. Okay. So. Ich muss eigentlich in die andere Richtung, ne? Dort. Pfefferbeine. Das ist ein anderer Käfer, oder? Einfach mal. Ach, ein Blitzstab des Schocks. Aha. Dann Karte. Was ist das hier? Was ist denn das? Ich will wissen, was das ist. Deswegen gehen wir jetzt mal dahin. Pflanze. Hier ist ein Schaumkraut. Alchemistisches Harz. Ey, das war meine. Das ist Level 129, warum muss man das klauen? Ach, das kann ich nicht klauen. Das sind die Seelensteine. Okay, ich verstehe. Die Seelensteine, die, ja, ihr wisst schon. Die Scherben da. Himmelsscherben. Okay. Ich würde sagen, ich mache diese Quest und dann suchen wir aber. Andriolion. Ich bin sehr beschäftigt. Seht ihr das denn nicht? Ja. Ich denke mal, ja. Zufrieden mit meinem Fußstab. Hier soll noch irgendwo was sein. Es war was los. Hier drin? Oh ja. In die Ecken. Vielleicht gibt es ja was zu entdecken. Gut, dann haben wir den zweiten. Nehmen wir mit. Sprich mit Aua. Sprich mit ihm da. Der wurde verpulverisiert. Die hat einen Bär. Ich will auch einen. Ich bin später ein. Ich weiß nicht, ab welchem Level. Sie ist Level 14. Moridin.
Okay, Neramo. Ich habe die Spinne wieder zusammengebaut, aber schön. Ich muss sie kontrollieren können. Wo wir gerade davon sprechen, habt ihr die Kristalle gefunden? Ja, habe ich. Famos. Jetzt stecke ich den Stab einfach so hier hinein. Ach ja. Übrigens hoffe ich, dass ihr den Mechanismus zerstören könnt, falls er uns angreifen sollte. Okay. Mal sehen. Es funktioniert. Elfisches Regal. Natürlich war mir das schon vorher klar. Ab in den Tunnel mit dir. Öffne diese Tür. Endlich. Bizarre. Komm, besprechen wir drinnen unseren nächsten Schritt. Ich dachte, komm nicht rein. Ungezähmter Wächter. Nun gut, dann erzähl mal. Wie ihr seht, war Oberhaupt Boseks Vertrauen in meine Fähigkeiten nicht unbegründet. Ebenso wenig wie das meine in euren Fortschritt. Könntet ihr mir wohl bei noch einer Sache helfen? Na klar. Ungeachtet des Alters dieser Ruinen, vermute ich, dass es hier die üblichen Verteidigungsvorkehrungen geben dürfte. Ich bin Gefahren nicht sehr zugeneigt. Wärt ihr vielleicht so freundlich, die Ruinen zu erkunden, um in ihnen nach etwaigen Dwemer-Generatoren zu suchen? Generatoren? Was sind denn Generatoren? Oh, ich schätze, ich bin der Einzige, der sie so nennt. Sich frei versorgender Dynamokern klingt vielleicht hochtrabend, aber die Dwemer haben sie so gebaut, dass sie über Generationen halten. Ich nenne sie deshalb Generatoren, um ihre lange Laufzeit zu ehren. Okay, was mache ich, wenn ich welche finde? Dieser Steuerstab sollte dafür sorgen, dass unser neuer Freund euch treu ergeben bleibt. Ich vermute, dass die Generatoren im Laufe der Jahre beschädigt wurden. Ihr müsst die Spinne zu den Generatoren begleiten, damit sie sie reparieren kann. Okay. Das heißt, halt dein Popo hin. Aber ich lute es. Molybdän. Ich sage, ich werde sowas von voll. Ich brauche einen Händler. Und was hier? Ich gehe ja wieder raus. Wieso gehe ich raus? Doof. Sorry. Dämmer Zahnrad. Ich glaube, die sind aber nichts wert. So. In den Uhrzeigersinn. Was haben wir hier? Dynamo-Kern des Konstruktors. Ah, da. Amos Stab. Sind erledigt. Wo ist denn hier bitte schön?
auch immer das für Getränke sind. Da sackte er in sich zusammen. Fetzen von Adouberts Tagebuch. Getrennt von den anderen, darf sie nicht entwischen lassen. Vielleicht die Geräte unbrauchbar machen? Ich bin so weit gekommen, ich darf jetzt nicht versagen. Auch wenn es bedeutet, dass es auch für diesen das Ende bedeutet. Morantor darf nicht bekommen, was er will. Die Geheimnisse werden hier mit uns sterben. Okay. Sitzgelegenheit. Hier ein Skorpion. Sonst nichts. Sprech mit. Ah. Okay. So, mein lieber Neramo. Hervorragende Arbeit. Bezahlt atmet wieder. Jetzt zu einem persönlichen Projekt. Möchtet ihr euch noch ein paar Münzen mehr verdienen? Na klar, ich lausche. Wie ihr sehen könnt, sind wir nicht die Ersten, die Bezahlt betreten. In Wahrheit habe ich Boseks Auftrag, diese Ruinen zu erkunden, nur deshalb angenommen, weil sie etwas bergen, das ich gerne hätte. Etwas, von dem ich glaube, dass andere dafür bereits ihr Leben ließen. Aha, und was ist das? Wissen ist der größte Schatz. Die Dwemer bewachten ihre Schätze wie ein König sein Gold. In Bezag haben die Dwemer eine Reihe von Bauplänen hinterlassen. Mechanische Zeichnungen, die ich sehr gerne hätte. Und ihr braucht meine Hilfe, um sie zu finden. Eine einfache Aufgabe. Diese früheren Forscher haben sie wahrscheinlich geborgen, nur um dann festzustellen, dass sie durch irgendeinen Verrat in Bezag eingeschlossen waren. Ihr Unglück ist mein, unser Vorteil. Wir müssen herausfinden, wo genau sie ihr Leben gelassen haben. Na schön, legen wir mal los. Auf der anderen Seite dieser Tür könnten noch mehr Konstrukte warten. Ihr geht zuerst. Ja, ich gehe zuerst. Ich muss meinen Hintern herhalten und du erntest dann. Ist. Ich hab's mal eingepackt. Na, Froschi? Also, die Baupläne waren hier. Ich bezweifle, dass sie entkommen sind. Bin ich nicht. Ja, diese Aufzeichnungen sollten entscheidend zum Verständnis der Baupläne beitragen. Mein Bruder sollte das entziffern können. Interessant. Ich habe noch einen. Sucht weiter nach den Bauplänen. Ich werde die Schrift ist unentzifferbar. Das ist Dremerisch. Dwemeris. Abgesehen von ein paar übersetzten Phasen, die von jemand anderem geschrieben wurden. Es hebt den Himmelsstein, geschmiedet im Schwarzfeuer, hört die Veränderung, zerbrochen in der Ewigkeit, setzt die Wiedervereinigung in Kraft. Nur eine Sitzgelegenheit. Eine Dwemer-Truhe. Der Staub, der sich in dicken Schichten auf der Kiste abgelagert hat, wurde verwischt. Was auch immer in dieser Kiste gewesen sein mag, es ist weg. Verdammte Axt. Wer war da drin? Nun gut. Drivas Tagebuch. Adouberts
Behauptungen haben sich als wahr herausgestellt. Wir haben die Insel gefunden. Der Rorken-Clan ist tatsächlich so weit gekommen. Trotzdem werde ich ihn weiter beobachten. Ein Khajiit darf man nicht vertrauen. Schlaue Bastarde, Dwemer. Die Brücke ganz rechts ist durch Fallen gesichert, die linke mit versteckten Konstrukten. Man muss sich durchschleichen. Polonaro und seine Wälzer, wonach suchen wir eigentlich? Der Elf sagt uns nichts. Öffnete die Truhe versiegelt, gefangen, getrappelt in den Rohren. Die haben was gefunden. Frosch erschreckt mich nicht. Es sind so viele Türen. Und Skorpion. Waschitze oder so? Gibt's nicht hier, ne? Immer darüber. Ich tue das Viech auch noch. Sitzgelegenheit. Ich will mich nicht setzen. Also, nehme die Tür links, rechts ist er gerade. Das könnte jetzt lustig werden. Was soll das denn, so viele? Hey, wieso haust du ab? Hey, ich rede mit dir. Wieso haust du ab? Hallo. Weil da jemand kommt. Ich soll auch alleine kämpfen. Gold, Eisenschutz. Wem war Bauplan? Okay. Wir gucken uns noch um. Oh, hallo. Hast diesmal was, wenn sie mir jemand Zahnrad. Das lohnt sich ja gar nicht, euch da zu massakrieren. Korund. Hatte ich noch nicht.
Kompass. Wow. Okay. Neramo? Ah, da seid ihr ja. Ich wollte gerade kommen und euch helfen. Ja, ja. Ihr habt doch hoffentlich gefunden, wonach wir suchen. Zuerst deine Mama. Wie versprochen habe ich hier eure Zeichnung. Die Baupläne sind endlich mein. Famos. Damit stehe ich in eurer Schuld. Ich habe deine Idee, wie ich sie begleichen könnte. Danke. In der Stadt gibt es einen weiblichen Kapitän, der einen lohnenden Beutezug plant. Wenn ihr meinen Namen erwähnt, dürfen wir vielleicht mitmachen. In der Stadt gibt es einen weiblichen... Okay. Oh, sie hat eine Fledermaus. Ich dachte schon, was ist denn das? Gut, findet Heuler. Sich da hinten in die Richtung. Es ist Nacht. Na. Was haben wir hier? Sie ist fort. Ich werde sie nie wiedersehen. Bitte, helft mir! Sie haben meine Irianer gestohlen. Was ist geschehen? Eine Horde verdammter Seedrachen hat unser Lager angegriffen. Sie haben Irianer entführt. Mich und die anderen haben sie für tot gehalten und hier gelassen. Bitte, rettet sie! Wo sind sie hin? Wir haben sie über den Hügel verschleppt, zu ihrem Lager hinter dem Schiffswrack. Shamal auch. Vielleicht sind sie schon tot. Ja, ich werde nach ihr suchen. Erzählt mir von Irianer. Sie ist die Liebe meines Lebens. Ich habe ihr versprochen, sie aus Dros Makai fortzubringen. Dann haben die Seedrachen angegriffen und sie zusammen mit Shamal entführt. Ich werde sie nie wiedersehen. Wer ist Shamal? Er ist ein kajitischer Barde, ein Freund von uns. Als ich wieder zu mir kam, war er fort. Vielleicht haben sie ihn schon getötet. Warum habt ihr die Seedrachen nicht aufgehalten? Wir haben gekämpft, aber es waren einfach zu viele. Ich habe Irianer verteidigt, solange ich nur konnte. Aber dann wurde ich niedergeschlagen. Ich habe gesehen, wie sie sie weggeschleift haben. Bei ihm geht's nicht gut, da brauche ich das nicht zu fragen. Okay. Relan ist verwundet, schwer verwundet. Was sollen wir jetzt nur tun? Nichts. Wir können kein ganzes Seedrachenlager angreifen. Aber wir können Irianer doch nicht diesen Schakalen überlassen. Okay. Das heißt, wo sind die denn hin? Diesen Hügel? Ja. Ja, da und dort. Was ist hier? Yeah. Keiner gesehen. Shamal? Shamal muss diesen bösen Ort verlassen. Ja, verlass. Ist die andere. Ach, ich dachte, eine Treppe. Gleich hier. Eisenachs kannst du behalten. Feuerstein, den nehme ich dir gern. Gewürzmet auch. Kommen wir da hoch? Huh.
springe. Falsch. Wartet. Hallo. Ach, schön. Habe es in Rhein und Jutta-Handschuhe. Hätte ich nicht wissen sollen. Gibt es hier etwas? Nein. Was ist? Okay. Ist sie denn? Hier? War man nicht gerade hier? Oh, eine Seedrachenverkleidung. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, ziehen wir die doch einfach mal an. Wo finde ich die? Aufmachen. Wo soll die denn jetzt sein? Also nicht von hinten räuschen. Danke. Ich versuche es zurück zu Trelan zu schaffen. Ja, versuch mal. Und wir haben Gegenstandssets, Lebensringe oder Fertigkeitslinien der Völker. Oder alles. Zwei Punkte haben wir. Dann würde ich sagen, ein in Leben, nochmal eine Magiker. Schneidender Sturzflug. Der verbraucht Ausdauer. Schneller Sturzflug. Wird zu einem Ausdauerfähigkeit. Aha. Dann nehmen wir noch Magicka. Ich bleib auf dem Magicka-Weg. Okay. Und hier noch was machen? Kraftschlag. Zermalmender Schlag. Aus dem Gleichgewicht mit höheren Rängen. Kraftimpuls. Nehmen wir den. Ich verstehe nichts. Kann man das nicht auch einstellen mit dem Chat? Okay, ich habe jetzt was zu tun.
Inventar. Zieh das wieder an. Sprich mit Trailern. Ja, wo ist denn der? Da ist dein. Ist das noch eine Quest, die da aufblinkt? Oh. Leicht am Untersuchen. Dieser Mann ist tot. Käfer haben sich an seinen Leichnam ernährt. Er entdeckt ein gefaltetes Stück Papier, das unter seinem Gürtel steckt. Die Käfer scheinen Löcher hineingenagt zu haben. Aber der Text darauf lässt sich zum Teil noch entziffern. Hiermit wird eine Belohnung auf alle Dwemer-Relikte ausgesetzt, die in funktionsfähigen Zustand abgeliefert werden. Okay, die Höhe der Belohnung hängt vom Zustand, Seltenheit und Nützlichkeit des jeweiligen Relikts ab. Je nach Zustand werden auch Teile von Relikten angenommen. Nein, das machen wir jetzt nicht. Eine Treuler, sprech mit Tera. Dann nach werde ich den Partner jetzt mal beenden. Iriana, ihr seid sicher. Ja, mir geht es gut, aber euch nicht. Bitte setzt euch, ruht euch aus. Nur kurz, wir müssen zurück in die Stadt. Dort ist es sicherer. Wir gehen, sobald ihr euch ausgeruht habt. Es bringt wenig, wenn wir in die Stadt zurückhetzen und ihr mir dann wegsterbt. Gute Arbeit, wie ihr Iriana und Shamal zurückgeholt habt. Ja. Gern geschehen. Was werdet ihr jetzt tun? Der Angriff der Seedrachen ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Iriana und ich kehren in die Stadt zurück und werden nicht eher gehen, bis wir ein Schiff finden, das uns von dieser verdammten Insel runterbringt. Ja, denn, gut. Macht's gut. Wir müssen gehen, Iriana. Hier ist es nicht sicher. Also gut, ihr störrischer Narr. Margrub und Ottbuk, ihr behaltet Shamal im Auge. In Ordnung, Iriana. Bleibt nicht zu lange weg. Wir treffen uns in der Taverne. Was bin ich denn jetzt verborgen? Was habe ich denn jetzt geklickt? Nun gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ich beende den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentare, Tipps und Tricks, wie immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.